Hallo und recht herzlich willkommen zurück. Let's Play Anno 2205. Ja, ich bin zwar immer noch im Minus, allerdings konnte ich es ein bisschen drücken, indem ich einfach mal grob weitergebaut habe. Ich habe noch ein paar Konservenfabriken gebaut, damit das Grundbedürfnis da wenigstens etwas erfüllt ist. Und auch mittlerweile die Nanoimplantate, zumindest der Rohstoff dafür wird produziert. 20.000 brauche ich allerdings für die eigentliche Fabrik. Die kann ich mir nicht leisten, weil ich immer nur eine Finanzspritze von 10.000 Credits bekomme. Aber ich habe ja in der letzten, im letzten Part die Mission für unseren Raumhafen hier abgeschlossen. Und dementsprechend können wir das Ganze hier upgraden, sobald ich Petrochemikalien gekauft habe. Da schaue ich einfach mal hier bei meinem Kumpel, der hat nämlich welche. Und mit meinem kleinen Wörtchen hier bin ich ja hier angekommen. Und hier müsste ich mir einfach mal was kaufen. So, damit habe ich auch direkt schon was gekauft. Das ist auch direkt schon hinzugefügt worden und schon kann ich das Ganze hier updaten. Stellt eine größere Gefahr dar, als wir dachten. Drake muss geheime Unterstützer haben. Es ist unabdingbar, dass die Union auf dem Mond eine starke Präsenz zeigt. Und um das zu ermöglichen, müssen wir eine Flotte Kolonie-Shuttles hochschicken. Es ist an der Zeit für die Erforschung von Raumfahrttechnologie. Aha, okay. Raumfahrttechnologie steht also als nächstes auf dem Plan. Allerdings möchte ich erstmal zusehen, dass ich hier irgendwie ins Plus komme. Jetzt kann ich aber zumindest mal in meine gemäßigte Region wechseln und kann hier Vitamindrinks hochschicken. Das müsste eigentlich auch ganz einfach funktionieren. Ich habe schon mal geguckt, hier unten links haben wir Transferroute. Wir wählen die Vitamindrinks aus. Die sollen von hier nach da gebracht werden. So, 5 Stück jeweils. Ich denke mal, das ist ein ordentlicher Wert. Steht hier, wie viel die brauchen. Ah, steht aber nur minus 1. Ich muss sagen, wir bringen erstmal. Ja, doch, wir bringen mal 5 da hoch. Bestätigen. Temperaturen ausgesetzt zu sein. Und schon müsste das eigentlich funktionieren. Ah, und schon kommen auch meine Bewohner wieder zurück, um auch mal ein bisschen zu arbeiten. Das ist ja auch schon mal was. Die Zufriedenheit steigt. Ja, wir sind immer noch 1 im Minus. Firma unter neuem Titel geführt. Ah, da haben wir gerade die Spritze bekommen für genügend Geld. Das will ich mir doch jetzt nicht nehmen lassen und kann jetzt gerade hier meine Neuromodulfabrik bauen. Kleben auch direkt mal hier hin. Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. So, perfekt. So wollen wir das haben. Und jetzt brauchen wir noch ein Gemeindezentrum. Erfüllt das Bedürfnis nach Versorgung, platzieren Sie es nahe der Wohngebäude, um diese damit zu versorgen. Machen wir das auch direkt? Ich muss nur mal schauen, wo wir ein Plätzchen dafür haben. Nö. Hier ist ganz gut. Das Ganze drehe ich nur einmal. Platziere es. Es ist wichtig, dass die Leute enger zusammenrücken. Besonders mit Terroristen vor der Tür. So, die Gemeinschaft müsste jetzt eigentlich auch steigen. Sei denn, ich sehe irgendwo einen Wert, dass sie noch nicht so wirklich zufrieden sind. Wissen Sie, wenn ich höre, unsere Investoren möchten das Projekt. Ja, brauchen wir tatsächlich. Und wir brauchen noch ein bisschen Vitamindrinks, so wie ich das sehe. Aber das sollten wir ohne Probleme lösen können. Ich gucke mir hier meine Route an und sage einfach, dass wir hier 6 liefern möchten. Objektprofil wird aktualisiert. So, dazu muss ich jetzt aber erstmal auch in meine gemäßigte Region wechseln und muss schauen, ob ich da auch tatsächlich noch genügend produziere. Und ihr habt das Symbol vielleicht gerade schon gesehen, die möchten von mir auch diese Nanoimplantate haben. Die bekommen sie, sobald ich hier genügend produziere. Das tue ich hier gerade nicht. Minus 1 haben wir an Vitamindrinks. Und dementsprechend bastel ich das jetzt nochmal hier daneben. So, eine Saftkälterei. Ich hatte doch irgendwo ein Plätzchen, wo ich die ganzen hingestellt habe. Genau hier hinten. Und da klebe ich auch direkt so eine Obstfarm dahinter hin. Warum haben die denn hier? Habe ich echt hier minus 17? Eieiei. Okay, da muss ich echt mal nachbessern. Da brauchen wir ein paar mehr Farmen. Ziehe ich mir doch einfach mal hier noch eine Straße. Ich
denke, sie sollten wie folgt vorgehen. Wobei, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass wir diese einfach hier erhöhen können, beziehungsweise upgraden können. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und zwar brauchen wir aber zunächst ein bisschen Energie. Die holen wir uns über das Gezeitenkraftwerk. Und das können wir mit einer weiteren Wasserturbine upgraden. Und schon haben wir wieder Energie. So, hier sind wir immer noch bei minus 8. Und wenn ich die jetzt einfach hier mal upgrade, Produktivität 150%, oh, dann wird hier so ein komplettes Feld dran gesetzt. Setze ich jetzt einfach mal so. Und dann fehlen mir 6 Arbeiter. Im Gegenzug heißt das, ich brauche ein paar mehr Wohnhäuser. Aber jetzt baue ich mal ein Wohnkomplex. Wie groß ist denn das eigentlich? Kann ich das auch so aufziehen? Oh ja, das kann ich so aufziehen. Ja, das möchte ich aber eigentlich hier eher nicht. Ich nehme eher nochmal kleine. Wohnkomplex hätte ich später im Inneren der Insel. So, und die Kollegen hier, die können wir auch direkt aufsteigen lassen. So, jetzt sollten wir genügend Einwohner haben. Unsere Obstproduktion ist ordentlich dabei. Nahrung ist auch noch kein Thema. Okay, sehr schön. Jetzt liefern wir also genügend Waren hier hoch. Jetzt wechseln wir wieder zurück in die eisigen Regionen der Arktis, um zu eher zu sagen die Akia-Schollen. Denn hier hat man immer noch ein bisschen das Problem, dass man nicht so wirklich informiert ist. Neue Gebäudearten verfügbar. Und dass die Leute bei mir informiert sind, da lege ich großen Wert drauf. Dafür muss ich aber jetzt tatsächlich eins von meinen tapfer erkämpften Häuschen hier abreißen, damit ich hier noch so ein Informationszentrum hinkleben kann. Ah, und schon sind sie alle prima drauf hier oben. Und ich kann auch das erste Mal hier diese Kollegen upgraden. Leider mache ich immer noch ziemliches Minus. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das tatsächlich so bleiben soll. So, Wissenschaftler soll ich anwerben. Mache ich das jetzt schon oder noch nicht? Ich würde sagen, wir machen es einfach. Und wir gucken mal, wie es sich entwickelt. Jemand hat die Wissenschaftler gerufen? Aha, Wissenschaftler Joel hat was auszusagen. Oh, das sind gleich eine ganze Menge Leute. Eieiei. Da zieht ja gleich eine ganze Kolonie hier hoch. Und die haben natürlich hier gleich ordentlich mehr an Bedürfnissen. Da geht mir ja sogar bald der Platz aus. Noch kann ich keins von den Sachen hier bauen. 250 Bewohner brauche ich dafür zunächst mal. So, diese Mission sollte eigentlich auch jetzt erfolgreich sein. Werben Sie Wissenschaftler in den Akia-Schollen an. 120 von 100 habe ich. Okay, vielleicht meldet sich der Kumpel gleich mal. In der Zwischenzeit können wir noch ein bisschen weiter upgraden. Wir schauen mal auf unsere Werte. Die sind auch alle noch im Plus. Sehr gut. Das mit den neuen Handelsrouten, was ich eben eingerichtet habe, das funktioniert echt toll. Also früher musste man ja wirklich teilweise Routen einzeln optimieren und sagen, dass das Schiff soll zu Insel A fahren, zu B und C soll Waren nach D bringen und so weiter und so fort. Das ist auch teilweise Kritikpunkt und teilweise positiv. Ich habe immer Spaß daran gehabt, auch diese Routen zu erstellen. Jetzt ist das Ganze hier halt über diese Transitrouten ein bisschen entspannter. Tut mir leid, ich war in Gedanken. Okay. Ja, diese Wissenschaftler, die sehen schon so aus, als haben sie ein bisschen was in der Birne und reden nicht gern mit Menschen. Ah, meine Schulden sinken auch, je mehr Wissenschaftler ich habe. Ist ja klar, der Sozialfall wird ausgelagert. Die Pläne für die Raketenstartrampe sind vollständig und ein paar Tests wurden durchgeführt. Von unserer Seite aus können wir mit dem Bau beginnen. Die Pläne sehen vielversprechend aus, aber ich habe mit John Rafferty gesprochen. Es gibt ein paar Probleme bei der Umsetzung.
Paar Umsätze. Okay, so. Erstellen Sie eine Transferroute für Superlegierungen von Akierscholl nach Walbruckbecken. Gut, das machen wir gleich. Ich muss nämlich jetzt nur noch mal schauen, ob ich genügend von diesen Neuroimplantaten produziere, damit ich die ins Walbruckbecken exportieren kann. So, die wollen jetzt Verjüngungskurenmangel. Aha. Okay. Na, meinetwegen. So, ich würde sagen, wir machen eine neue Route. Obwohl, nee, die haben das Bedürfnis gerade gar nicht mehr, oder? Nach Neuroimplantaten. Doch, Neuroimplantate minus 5. Das heißt, ich muss plus 5 hier oben produzieren. Tja, was können wir denn da als erstes machen? Superlegierung. Ich habe ja gar keine Superlegierung. Die muss ich also auch erstmal generieren. Und das mache ich am besten, indem ich hier einen Plasmaschmelzer baue. Der braucht wahrscheinlich... Oh ne, braucht er gar nicht. Er braucht keinen ordentlichen Bergbauplatz. Ich erweitere jetzt einfach mal möglichst effektiv hier meine Basis. So, immer schön auf die Wärme achten. Die Produktion läuft? Gut. Metall wie dieses kann neben dem Bau der Startrampe und der Shuttles für viele andere Dinge verwendet werden. Okay, das wird also plus 6 schon mal produziert. Wunderbar. Dafür fehlt es mir jetzt ein bisschen an Aluminium. Aber eine Aluminiummine habe ich hier. Die kann ich erweitern. Ja, und schon sind wir auch wieder im Plus. Übrigens sehr interessant hier. Das sind so kleine Spinnen, die sich hier durch den Berg graben. Man muss sich auch mal die Zeit nehmen und muss sich das Ganze hier mal im Detail angucken. Das ist wirklich sehr liebevoll gestaltet. So, weiter geht's. Wann kann ich denn das hier? Verjüngungskuren. Kleine Spritzen. Auf der Erde heißt das hier Botox. Beziehungsweise in der Vergangenheit. Ich rede immer von der Erde. Ich denke, also wir sind bei der Arktis in... haben den Planeten verlassen. Aber ist das gar nicht so. So, ja, ich würde sagen, die liefere ich jetzt einfach schon mal hier rüber. Stellen Sie eine Transferroute für Superlegierungen von Akia-Schollen. Ja, okay. Auch wenn die das nicht als Bedürfnis ansehen sollen, soll ich das wohl trotzdem einfach tun. So, Superlegierungen hierhin. 6 Stück bestätigen. Du sie veränderst. Triff deine Wahl und bewirke etwas damit. Ja, so ist es gut. Die Metalllieferungen kommen jetzt regelmäßig rein. Phase 3 ist in Reichweite. Aber es ist eine Mammutaufgabe, alle Teile ihres Raumfahrtprogramms zu koordinieren. Sie werden einige Verantwortlichkeiten abgeben müssen, ob sie wollen oder nicht. Großartig, Sie haben die Mission erfüllt. Ich hatte gehofft, Sie hier anzutreffen. Und jetzt hoffe ich, dass Sie an einem kleinen Projekt teilnehmen möchten. Verbindung wird hergestellt. Befestigen Sie das Wissenschaftsschiff an Ihrem Kommandoschiff. Schleppen Sie Wissenschaftsschiff zu MN Buharis Flugzeug. Also, das hier soll ich anbringen und soll es wohin bringen? Da unten hin. Gut, mein Kommandoschiff steht hier noch bei meinem kleinen Kumpel. Wo ist es denn hier? Mache ich das doch gerade mal. Da können wir auch die Zeit vorspulen. Das geht relativ fix. Einmal. Ach, okay, ich muss auch noch zweimal fahren. So, komm, hopp, hopp. Einmal. Koordinaten bestätigt. Bin hier leider immer noch so hoch im Minus. Das nervt mich ein bisschen. Gar nicht so leicht, hier ins Plus zu kommen in der Arktis. Aber frage mich, wie das auf dem Mond gehen soll. Großartig. Sie haben die Mission erfüllt. Dankeschön. Habe ich doch gerne gemacht. Verlassen habe, sollte Ihnen zeigen, wie wichtig dieser Auftrag ist. Du bist nicht mehr im Plan. Im Gange. So, was möchte er? Besitzen Sie eine Energiebilanz von, von in Akia-Schall? Die Übersetzung ist noch nicht so toll. Kein Problem. Energiebilanz. Energie. Wo produziere ich denn Energie? Hier oben, glaube ich. Ja. So, was kann ich hier alles noch tun? Creditwartung minus 10. Ja, das spart mir, glaube ich, ein bisschen Knete.
Fragen Sie mich nicht, wie mir das gelungen ist, aber Ihnen wurde ein Sonderdarlehen bewilligt. So, ja, okay. Na, ja, ich brauche tatsächlich noch so eine Mine. Habe ich denn noch überhaupt irgendeinen Bauplatz? Ich glaube, auf der Insel hier nicht mehr. Schauen wir uns nochmal um. Nee, hier haben wir nochmal ein bisschen Metallschaum, den wir aufsammeln können. Tja, ich glaube, das kriege ich nicht hin, hier irgendwie eine Energiebilanz von 300 zu erreichen. Nee. Alles, was ich machen könnte, könnte schon auf die nächste Insel outsourcen. Kann ich das einfach tun, indem ich mein Kommandoschiff nehme? Koordinaten bestätigt. Fahren wir mal hier hin. Bin mir nicht sicher, wir probieren es einfach. Nee, Gebiet beanspruchen funktioniert nicht. Dafür brauche ich 50.000. Okay. Dann würde ich sagen, wir upgraden erstmal noch ein bisschen meine Bevölkerung. Ich habe leider wenig Zeit, Anthony Goodwin, Minister für panterrestrischen Handel. Es ist meine Pflicht, Sie darüber zu informieren, dass Ihr Unternehmen jetzt auf dem Weltmarkt gelistet ist. Kommen Sie in mein Büro, dann besprechen wir die Details. Ah ja, okay. Jetzt haben wir also auch die Möglichkeit, Weltmarkt zu verkaufen. Und damit meine ich... So, die haben ja auch keine Gemeinschaft, also baue ich denen lieber auch nochmal ein Gemeinschaftszentrum. Die sind vielleicht alle hier pingelig. Aber hier passt es wunderbar hin. Dann mache ich gleich wieder mehr Minus. So ein Scheiß. Naja, okay, kein Problem. So, ich soll eine Transferroute erstellen, und zwar für die Neurotransmitter. Die haben wir hier, oder Neuroimplantate eher gesagt. Und die soll ich hier hin liefern. Und da möchte man gerne 5. Schnelle Datenverarbeitung bestätigen. Personal äußerst wichtig. Gut, dass Sie mitgedacht haben. Verbindung wird hergestellt. So, da habe ich aber leider nur minus 4. Also bräuchte ich auf jeden Fall noch eine Molybdenstation hier. So. Und da fehlt einem auch direkt schon wieder Energie. Okay, jetzt geht kein Weg mehr dran vorbei. Ich muss mir was einfallen lassen, wie ich Energie bekomme. Ich glaube, ich habe mehr als genug Aluminium. Das heißt, ich könnte diese eine Mine hier abreißen. Wo steht denn, wie viel die produziert? Steht hier, glaube ich, nirgends. Doch, optimales Ergebnis 6. Tja, dann machen wir das mal so. Ich reiße die ab. Baue hier schnell eine neue Energiestation hin. Und erweitert diese Aluminiumfabrik mit einem weiteren Modul. Und wir gucken mal. Ja, sehr schön. Die Produktion funktioniert weiterhin. Die zweite Mission habe ich dementsprechend auch direkt erfüllt. So, meine Energiebilanz ist bei 237, okay. Das heißt, ich baue mir gleich noch so einen Klopper hier hin. Dann ist er direkt bei 500, also das macht schon ordentlich was her. Dann müsste diese Mission auch gleich erfüllt sein. Transferroute für Neuroimplantate ist auch gesetzt. Da produziere ich scheinbar jetzt genau 5. Was soll ich denn als nächstes machen? Produzieren Sie Verjüngungskuren. Okay, jetzt sollen wir Botox in der Arktis produzieren. Und denen fehlt hier gerade es wieder an Vitamindrinks. Da wollen wir gleich entgegenwirken und gehen hier gleich eine höher. Objektprofil wird aktualisiert. Wechseln aber erstmal wieder in unsere gemäßigte Region. Denn hier müssen wir gleich wieder überprüfen, ob wir auch tatsächlich genügend Drinks produzieren. Aber ich bin mir zuversichtlich, dass das gerade gut funktioniert. Ja, sehr schön. Nachdem wir ja zu Anfang des Parts hier nochmal so eine ordentliche Farm hingeklebt haben, passt das alles jetzt prima. So, Essen ist auch noch in Ordnung. Sind eigentlich alle gerade ziemlich zufrieden.
Ach nee, ich muss die sogar hier bauen. Jetzt verstehe ich das Ganze. Okay. So, eine Algenfarm. Sündzelleninkubator. Kundenanalyse. Und dann Biozmedien. Ah ja. Bedürfnis an bestimmten Gütern. Also jetzt sind wir schon bei 3 Produktionsketten. Dafür muss ich mir jetzt aber gleich erstmal einen ordentlichen Platz aussuchen. Ich denke mal, dass das hier früher oder später meine Hauptinsel wird und die hier einfach nur zur Produktion ausgelagert wird. Naja, ich überlege mir jetzt einen schönen Platz, wo wir unser Botox herstellen können. Und dann schaltet wieder ein zum nächsten Part. Es geht spannend weiter und grafisch sehr imposant in Anno 2205. Bis dann.